Hallo und wunderschönen guten Tag. Ja, ich bin's, keine Fata Morgana. Wollte mich kurz zurückmelden bezüglich ja aufs neue Jahr hin. Ich habe ja den Kanal ein bisschen oder habe ihn ganz schleifen lassen, nicht mehr gepostet, auch auf Facebook. Möchte das jetzt aber aufs neue Jahr wieder aufnehmen. Vielleicht kurz, wieso ich das gemacht habe, hatte sonst beruflich natürlich zu tun, andere Sachen, selbst ein Trading, bin noch was anderes am Erlernen, auch Daytrading-mäßig, was auch Aufwand braucht, einerseits auf dem Demo-Konto natürlich zu handeln und so weiter und so fort. Und dann natürlich eben auch meine Performance war miserabel, ich habe Fehler gemacht. Genau dazu möchte ich kurz Stellung nehmen. Ich habe da vor allem sehr viele direktionale Trades, also Debit Spreads gemacht, welche dann aus dem, sagen wir mal, Ufer gelaufen sind und eigentlich alle im Totalverlust geendet haben. Debit Spreads ist eine sehr gute Art, vor allem das Vega zu hedgen, sage ich mal, ist allerdings natürlich dann eben sie die Probability of Profit ist bei denen nicht so groß und sie enden natürlich viel öfters mit dem Gesamtverlust. Und ich hatte da zu große für mein Konto Debit Spreads gekauft und das hat dann halt, denke ich, mir vor allem schlussendlich meinen Verlust beschert. Weil, sagen wir zum Beispiel, dieser Herz-Trade hier, der ist sehr interessant, den habe ich schon seit Mai in meinem Konto, handelt momentan bei 3,62. Und wenn wir jetzt schauen, bei der Analyse, der ist seit Mai drin. Ich habe immer wieder Credits geschrieben, immer Credit eingenommen. Wie ihr seht, hier habe ich hatte sogar mal zwei drin, habe dann einen Strangle hier geschlossen, natürlich gerollt, habe hier einen geschlossen. Also ihr seht, von fast $10 Credit bin ich auf 4,25 und habe hier $5 bezahlt, um den zurückzukaufen. Wollte ich ein bisschen Risiko rausnehmen, hätte ich schön Geld verdient, wenn ich gewartet hätte. Nur ja, wenn man vornherein weiß, wo es hingeht. Okay, wollte ich eben mal ein bisschen Risiko rausnehmen. Und ihr seht 4,25, momentan bei 3,62. Also hätte ein bisschen Gewinn nach ja, etwa 8 Monaten. Aber nein, was ich sagen will, man kann durchrollen, kann man eigentlich auch die größten Verluste, ich glaube, der Trade war sogar mal 1000 im Minus, kann man wieder zurückholen. Ist möglich. Bei Debit Spreads, weil die laufen aus, da ist einfach der Zeitwertverfall gegen einen. Was nicht schlecht ist, werde ich auch allerdings bei kleinen Konten nehmen, es ist sehr schwierig. Man muss das sehr kleine Debit Spreads machen, weil sonst die fressen und wirklich bedacht, weil die fressen einem sonst wirklich die Performance auf. Das mal das eine. Das andere, was ich dann auch natürlich jetzt eben, ich möchte in Zukunft wirklich nach Tasty Trade Art handeln. Keine großen Chart-Analysen, was auch immer, wirklich die einfache Art, was sehr gestiegen ist, wird verkauft, was sehr gefallen ist, wird gekauft. Etwa in der Art. Viel natürlich jetzt, was ich auch optimaler finde, sind halt neutrale Trades. Neutral zu sein, weil man hat dadurch durch Strangles oder so viel größere Einnahmen, wenn man natürlich oben auch noch was verkauft. Klar, jetzt in diesem Jahr. Und das hat auch Tasty Trade sich gemerkt, ist natürlich nicht so optimal gelaufen, weil halt die Märkte nur gestiegen sind und quasi nie wirklich retraced haben. Und wenn man dadurch so, wie ihr seht, mein Portfolio ist eigentlich schön eingebettet, wie es eigentlich sein sollte. Wenn ich jetzt nur alles Long-Positionen hätte, wäre diese Kurve hier irgendwie so. Aber ich habe eigentlich schön eingebettet. Ziel ist es auch nach Tasty Trade Art, Negativdelta zu haben. Ich bin jetzt, ja, das ist nicht viel. Eigentlich bin ich marktneutral. Werde allerdings in den nächsten Tagen hier den Target wird rausgeschmissen und der FXI sind kurz vor, die erreichen ihr. Und Target hat sie ein bisschen gelitten. Nein, die sind today hier. Seht ihr, die sind, ja, gleich werden die rückgekauft. Werde ich wahrscheinlich heute noch machen. Ja, und dann wird das Negativdelta auch wieder höher. Eben was ich sagen will, ich möchte Negativdelta haben. Wieso? Ja, die Märkte sind immer gestiegen. Es ist allerdings nicht immer die richtige Zeit, aber in der meisten Zeit ist das eigentlich das Optimale. Vor allem hat man durch dieses Negativdelta auch schon einen Hedge, wenn es mal runtergeht. Wenn ich jetzt nur irgendwie Long so habe, es geht runter, dann steigt Vega,
mein Delta wird noch negativer und eben die Vola steigt an und dann kann das hier ziemlich drücken. Klar, wenn es jetzt fällt, auch mit negativem Delta, irgendeinmal wird dann das auch positiv und es drückt trotzdem wegen der Vola und alles, aber ich habe da immer noch ein bisschen wie eine Sprungfeder. Plus eigentlich, ich glaube, in diesem Jahr natürlich ist ein Call-Verkauf nicht sehr profitabel gewesen, aber sonst generell bringen verkaufte Calls eigentlich auch positiven Erwartungswert. Natürlich nicht so extrem wie Puts, vor allem in solchen Zeiten wie jetzt. Eben, das ist auch das Ziel nach Tasty Trade Art, leicht negatives Delta, auch ein paar direktionale Trades mit Hedges zu machen, allerdings diese wirklich sehr klein zu halten und ja, werde da zeigen. Ob es rentabel ist, ich weiß nicht, werde ich sehen, aber ihr könnt es nachverfolgen. Werde natürlich eben auch versuchen, einzelne Segmente von Tasty Trade, die ich für interessant halte, dann aufzubauen, auf Deutsch kurz zusammenzufassen. Und ja, vor allem das lange Geplapper, das jeweils anfangs ist, quasi auszuschneiden. Ja, ich hoffe, ihr seid immer noch interessiert. Hoffe auch, dass es natürlich noch ein bisschen wächst, dass ich wirklich auch hier dranbleiben kann. Ich weiß eben, neues Jahr, neue Vorsätze sind immer groß. Versprechen kann ich nichts, ist ja alles frei und eigentlich, ja, ein bisschen mein Hobby, was ich hier mache, das zu teilen. Ja, und dann schauen wir mal, wie es rauskommt. Wünsche euch jetzt dann wirklich ganz schöne Festtage. Feiert, genießt, esst, trinkt. Ja, und lasst einfach das Jahr wirklich schön und besinnlich ausklingen. Und jeder soll natürlich so machen, wie er es am liebsten hat. Party, Familie, was auch immer. Ja, und dann freue ich mich aufs neue Jahr. Dann ist ja auch gleich eigentlich ein Zeitraum kommt dann wieder, die 45 Tage. Wo ich dann werde hier diese Optionen ein bisschen managen, wahrscheinlich noch, hoffe, dass ich die rausnehmen kann, viele von denen, und dann im neuen Jahr wirklich mit euch quasi mein Konto neu aufbauen hier. Okay, dann sage ich besten Dank, schöne Weihnachten und ja, hoffe, ihr habt Spaß auch daran. Dann tschüss, macht's gut, bye bye.